Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Mai Sapa, das vietnamesische Restaurant in Haiphong. In diesem Video geht es weiter um das Thema, wie die vietnamesische zu Hause in Deutschland kochen. Also, der Sommer kommt, Grillsaison beginnt. In Vietnam gibt es viele verschiedene Fischsorten. Und wie die vietnamesische Fisch grillen. In diesem Video werdet ihr erfahren, wie die vietnamesische in Deutschland Lachsforelle mit welchen Gewürzen manieren und grillen. So geht es los, ab in die Küche. Kommen wir jetzt zu den Zutaten. Natürlich Hauptzutaten ist Lachsforelle. Er sollte ungefähr 1 bis 2 Kilogramm wiegen und am besten frisch sein. Die Farbe von dem Fleisch ist rosa, dann schmeckt der Fisch noch intensiver. Hier benutze ich die Bananenblätter, um den Fisch umzuwickeln. Dann beim Grillen hat der Fisch eine schöne Aroma. Jetzt kommen die wichtigen Gewürze, um den Fisch zu marinieren. Das ist Bergpfeffer mit Meersalz. Hier ist Zwiebelöl, 2 Schalotten und ein Stück Ingwer. Dazu gibt es noch frische Kräuter wie Koriander, Dill und Lauchzwiebeln. Nun kommen wir zur Zubereitung. Dafür schneiden wir vom Kräuter die Stängel ab. Diese Stängel sind holzig, aber das Aroma ist sehr intensiv. Beim Lauchzwiebeln nehmen wir nur die weißen Teile. Weiter schälen wir die Schalotten. Beim Ingwer braucht man nicht schälen. Nun stampfen wir die Gewürze und die Kräuter. Danach kommt der Ingwer dazu. Weiter mit Lauchzwiebeln. Und zuletzt kommen die Dill und Koriander. Die sollte nicht so arg stampfen. Nun ist die Mischung fertig gestampft und hol die in eine Schüssel raus. Schneiden wir den Fisch so an, damit der Fisch besser Kräuter und Gewürze annimmt. Den Bergpfeffersalz habe ich geröstet und dann gemörsert. Reiben dann den ganzen Fisch. Als nächstes geben wir die Mischung hinzu. Dann die andere Seite machen wir auch die Kräuter rein. Zuletzt benutzen wir das Zwiebelnöl, um den Fischgeruch zu vermindern. So, nun ist die Zubereitung fertig. Packen wir den Fisch ein und lassen im Kühlschrank 1 Tag oder mindestens 5 Stunden. Weiter kommt der wichtigste Teil, den Dip zu machen. Dazu braucht man Ingwer, Knoblauch, Chili, Limette oder Zitronen. Stampfen die Knoblauch und Ingwer ganz fein. Der Chili sollte man entkernen, damit es nicht zu scharf ist.
Dazu 2 Kaffeelöffel brauner Zucker. Sobald die Zutaten fein gestampft, lassen wir den Limetten rein, aber nicht stampfen, sondern nur pressen. Danach tunen wir die Mischung in eine Schüssel mit 150 ml Wasser. Noch ca. 100 ml Fischsoße. Dann erledigt. Nach 5 Stunden im Kühlschrank mariniert, wurde der Fisch im Backofen gegrillt. Nun ist es fertig. Packen wir den Fisch aus. Man kann mit dem Dip so einfach genießen. Oder mit dem Salat und Kräuter im Reispapier rollen. Reispapier im Wasser einweichen. Zuerst kommen Reisnudeln. Dann die Kräuter. So, unsere leckere Fisch hinzu. Und noch ein bisschen Salat. Es gibt verschiedene Rolltechniken. Hier müsste ich ein bisschen Kräuter rauslassen, um besser zum Dekorieren. So, nun ist es die Rolle fertig. Genießt man die Rolle mit dem Dip, vergisst man alle Traurigkeiten.